Das Rückspiel um den Einzug ins Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in der Lotto Hessenliga. Verbandsligist SG Bad Soden nach dem 5:4 Hinspielsieg leicht im Vorteil, aber jetzt auswärts auf dem Hegelsberg gefordert beim SC Viktoria Griesheim. Der 16. der Lotto Hessenliga in Weiß kämpft somit gegen den Abstieg aus Hessens höchster Spielklasse und legt entsprechend los. 8. Minute, das ist der erste richtige Angriff. Und der Pass direkt ab Abdusar bringt die Viktoria früh in Führung, sorgt somit für den Ausgleich in der Endabrechnung. Und die Gastgeber machen weiter Druck. Der weite Einwurf, gefährlich verlängert, kommt am Ende aber nicht aufs Tor. Bei Bad Soden musste bereits nach einer Viertelstunde Kapitän Christoph Neiter angeschlagen raus. Nach einer Systemumstellung arbeiten sich die Gäste in Grün dann rein. Der Freistoß nach einer knappen halben Stunde. Eine gute Annäherung. Und Bad Soden jetzt besser auch im Angriff. Fiorentino auf Pekessen. Der hat viel Tempo und wird gefoult von Saar. Vorhin Torschütze, jetzt Elfmeter Verursacher. Damit nach 33 Minuten die große Chance für Bete Mezzini, souverän zum 1:1 Ausgleich. Damit Bad Soden in der Endabrechnung wieder vorne. Und die Gäste jetzt bestimmend. 6 Minuten später Pekissen auf Jaroslav Kimlicza, der Linksverteidiger. Und am zweiten Pfosten Hamed Nouri, der krönt diesen tollen Angriff. Hat schon im Hinspiel zur Führung getroffen. Hier dreht Bad Soden jetzt die Begegnung. Griesheim braucht also 2 Tore für die Verlängerung, muss in der zweiten Hälfte entsprechend mehr machen. Hier die Riesenchance für Djacuk Erses ist da. 70. Minute, Ecke Griesheim. Die kommt gefährlich ans Tor. Wieder ist Erses gefordert. Der vertritt den im Hinspiel verletzten Aulbach gut. Aber der Griesheimer Druck nimmt weiter zu, nur 4 Minuten später. Bad Soden kommt nicht entscheidend raus und der eingewechselte Donatalla wieder Erses. Dann mal ein bisschen Entlastung für die SG. Griesheims Defensive ist eigentlich da, aber mit dem Fehler. Marcel Mosch auf einmal frei durch. Lapcic hält die Viktoria im Spiel. Aber schon die Schlussphase, 3 Minuten noch. Griesheim nochmal hoch und weit nach vorne. Da ist der eingewechselte Humbecci. Wieder eine Top-Chance. Aber auch der passt nicht. Die Viktoria braucht weiter 2 Tore. 89. Minute. Nochmal Griesheim. Ganz viel Personal im Strafraum. Das macht sich bezahlt. Seri Djacuk Ausgleich. Und noch ist Zeit für ein weiteres Tor. Aber Bad Soden übersteht die 5-minütige Nachspielzeit, spielt somit am Dienstagabend gegen die TuS Hornau um den Aufstieg in die Lotto Hessenliga. Griesheim dagegen steigt ab, der Lotto Hessenliga Dino verabschiedet sich nach 12 Jahren aus Hessens höchster Spielklasse. Aber im Moment bin ich ein bisschen geredet, weil es dann hinten raus sehr spannend war. Ja, also wir haben es nicht unnötig spannend gemacht, aber wir hätten natürlich durchaus noch ein Tor mehr machen können. Wir hatten 2 Riesensituationen, die sich halt ergeben, wenn man auf Konter spielen kann, die haben halt nicht gehört. Dann geht man langsam etwas näher. Wenn man eine Hessenligisten spielt gegen Verbandsligisten, dann musst du erstmal hinten gut stehen, darfst nicht so viele Gegentore kassieren. Und wenn du schon im ersten Spiel nicht gewarnt bist mit 5 Gegentore und dann kommst du gut ins Spiel mit 1-0 und trotzdem 2 blöde Aktionen, wo ich keinen Vorwurf machen will, bringst du wieder Gegner zurück und dann, wie gesagt, dann bist du zurück abgestiegen. Sieht das so aus? Sieht so aus.